Einen schaurigen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Part von The Evil Within. Im letzten Part haben wir ja diese sehr rasante Krankenwagenfahrt hinter uns gebracht. Und ich frage mich ein wenig, wer war dieser weißhaarige Typ? War das der Typ, der mit uns reinging, der die Handschuhe anhatte, der so geschockt wurde, dass er weiße Haare gekriegt hat oder was? Ich weiß es nicht. Weil der ist ja nicht mehr dabei gewesen irgendwie. Nee, der ist ja nicht mehr rausgekommen, hat der eine der Fahrer gesagt. Ich denke mal, das wird irgendein Patient sein, der überlebt hat. Na gut, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Kapitel 1 haben wir ja überlebt. Nächstes Kapitel schauen wir mal, was uns dort erwartet. Überleben war ja Kapitel 1. Also überlebt, ja. Nahkampfangriffe dienen in erster Linie zur Verteidigung, sollten nur im Notfall benutzt werden. Ich will nicht mal nah an die ran. Ach, wir können uns schon umgucken. Ich glaube, wir werden gerade ins Krankenhaus gebracht, ne? Ich habe keine Ahnung. Was? Oh nein. Der sah ja lecker aus. Ach, wir können schon wieder was machen. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Hirn im Becher oder was? Das sind Tabletten. Was? Hallo? Jemand da? Was haben wir da? Irgendwelche Punkte haben wir bekommen. Das ist bestimmt später für Skillen oder so. Das ist übrigens Kapitel 2, Überreste heißt das. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Na bravo. Jo. Aber vielleicht waren das gerade Tabletten, die wir genommen haben, die uns vielleicht heilen. Ich kriege so langsam eine Ahnung, warum da am Anfang die Warnung war mit epileptischen Anfällen. Weil wenn das Bild so am Ruckeln ist. Ja. Hä? Ah. Das glaube ich ist nicht echt. Kakerlaken. Ich glaube, das bildet er sich ein. Oh. Sind wir wahr? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Was? Hä? Wo ist sie hin? Die Kakerlaken sind auch weg, aber hier ist irgendein Zeichen. Ich glaube, wir sollten dir mal folgen, wa? Aber ich gucke erst lieber woanders noch. Da geht nichts. Hier sind sogar drei Zeichen dran, da geht auch nichts. Auf der anderen Seite waren zwei, glaube ich. Echt? Tatsächlich zwei. Als ob das durchnummeriert ist. Ich traue mich gar nicht in den Spiegel Hallo? Zu gucken. Jemand da? Ich traue mich gar nicht in den Spiegel zu gucken. Ah. Da passiert aber auch nichts. Hattest du jetzt Angst, du willst eine hässliche... Oh, jetzt kann ich da auch hauen. Das ist kriechen. Boah, die Kamera, die ist ja irgendwie, ist sie sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Weil das geht ja mal gar nicht. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Eine
Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Ich soll mich eintragen? Ich will hier nicht sein. Lass mich hier raus. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Ach, das ist eine Speicherstelle. Ah. Ja gut, dann würde ich sagen, speichern wir das einfach nochmal. Ja. Annehmen. Hier entlang bitte. Und da ist er weg. Man kann anscheinend auch nur immer einmal... Ach ne, kann man doch nicht. Man kann öfter speichern. Das ist ähnlich wie bei Resident Evil, den alten Spielen mit den Schreibmaschinen. Resident Evil kennst du wahrscheinlich gar nicht mit den Schreibmaschinen und so, ne? Nee. Ich habe ja alle Resident Evil Spiele gespielt. Und ich muss sagen, es erinnert sehr so von der Grafik her an das Remake von Resident Evil 1, was ursprünglich auf der PlayStation 1 kam. Und dann auf der im GameCube nochmal geremaked wurde mit besserer Grafik. Und das erinnert sehr stark daran, muss ich sagen. Da darfst du nicht rein. Wir müssen wirklich zu unserem Ton da hinten. Boah, die Kamera, die ist so fies. Riecht wie Medizin. Da kriegen wir doch bestimmt gleich irgendwelche Drogen gespritzt, oder? Ja, wer weiß. Da steht auf jeden Fall ein Tropf. Ach, da kommt sie. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Oh Gott. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Okay, jetzt können wir anscheinend irgendwas killen. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern. Wir können hier jetzt freischalten. Ach, wir müssen sogar freischalten, ja. Sehe ich gerade. Wir können nichts anderes machen. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Zur Hölle geht hier vor. Kapitel 2. Überreste. Okay, wir haben anscheinend... Gilman, wo bist du? Wir haben anscheinend nicht viel Leben. Connolly! Wir sind mitten im Wald. Hatten gerade irgendeine Traumsequenz, wo wir irgendwas gemacht haben. Hier können wir wieder was sammeln. 200 von diesem komischen grünen Gel. Ich bin mal gespannt, was wir damit in Zukunft noch alles machen können. Und wir sind natürlich wieder in dem Wald. Ich freue mich. Was haben wir hier? Neuer Gegenstand. Den Gegenstand neuen Gegenstand erhalten. Schon benutzen. Was haben wir da? Eine Spritze. Die Herkunft der Medikamente in dieser Reisespritze ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Spritzenwirkung 30. Gesundheit wahrscheinlich. Ja. Okay. Inventar öffnen. Steuerung Informationen. R drück. Ja. Ich drück mal R. Aha. Das ist also das Inventar. Wir haben Reserve 1, maximal 2 Spritzen können wir haben. Ansonsten scheint es hier so nichts mehr zu geben. Mhm. Und wir können, glaube ich, die Spritze. Ach guck mal, wir können die sogar hier auf den Tasten belegen. Mhm. Ich lege die jetzt einfach mal nach unten. Gut. Und für uns geht es dann wahrscheinlich hier über den Weg tiefer in den Wald hinein. Da ist gerade Blut. Sieht aus wie Blut, ja, ne? Ja, hier ist Blut am Boden.
folgen einfach mal der Spur. Ganz schön dunkel. Ja, und auch ganz schön, ich weiß nicht. Boah. Jetzt kriege ich Angst. Gewitter ist nichts für dich, ne? Nein. Ich weiß nicht, ob ich hier auch mal abseits des Weges laufen sollte. Aber ich glaube bald nicht, wa? Ja, siehst ja nichts mehr. Ne, irgendwie nicht. Dann bleiben wir einfach mal auf... Ist da was oder ist das einfach nur Gras? Oder Felsen? Ich weiß nicht. Ach du Scheiße, was ist hier schon wieder los? Nahkampfangriffe. Y greife Gegner oder Gegenstände und... Okay, das ist... Y kannst du hauen. Ja, mit Y oder halt mit der rechten Maustaste. Nicht Maustaste. 300, haben wir schon 500 von den Zeus. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich gleich boxen, wa? Das geht nicht. Ja, doch nicht auf die Leiche hauen. Ich hätte ja... Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie eine Kuh, wa? Ein Hirsch oder so. Man sieht's, oder? Oder ist das ein Pferd? Oder ein Esel? Man weiß es von den Ohren her könnte es auch ein Esel sein. Wer weiß, wahrscheinlich ein Reh. Jetzt die Frage, wo geht's hier weiter? Hier? Oder da? Da wahrscheinlich, wa? Gehe ich mal von aus. Weil je weiter du vom Weg runterkommst, desto dunkler wird's, ne? Ja, wir hatten ja jetzt schon die Information, wenn wir jetzt schon die Information hatten, dass wir einen Nahkampf machen können, dann kommt hier bestimmt gleich was. Aber nur im äußersten Notfall, ne? Unter anderem. Alter. Hier können wir eine Lampe nehmen. Oh, schön. Licht. Ja. Hey! Warum habe ich die Befürchtung, dass wir nicht auf den zulaufen sollten? Weil er gerade schon ein bisschen verpockelt aussah. Ja, das war, glaube ich, der Fahrer von uns, wenn ich das richtig erkannt habe in seinem Outfit. Hier geht's gar nicht weiter. Das hört sich an, als ob der irgendwas isst. Ja, guten Hunger, lass ich es schmecken, ich bin weg. Hier können wir nichts machen. Aber ich finde das interessant, auch mit den dicken Balken oben und unten. Mhm. Das ist wirklich wie so ein Film. Ja. Also ich denke mal, du wirst jetzt gleich kämpfen müssen. Was? Nein! Geh weg! Hau ab! Er hat hier schießen? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, der ist gerade so dunkel. Er ist getroffen. Aber es hilft nicht viel. Wackelt nicht so! Oh Gott, Connelly! Und schon wieder keine Munition mehr. Ich wollte den auch eigentlich hauen. So ein Revolver hat ja auch nur 6 Schuss. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Und wir haben ganz schön viel Krach gemacht. Ja. Na, der sieht auch lecker aus hier. Da haben wir wieder Gel. Hau mal ein paar Kisten kaputt, vielleicht findest du noch Munition. Stimmt. Aber da scheint jetzt ausnahmsweise nichts drin gewesen zu sein. Draußen sind nämlich auch noch Kisten, da ist auch noch eine. Aber hier ist auch nichts. Aber draußen waren noch welche. Können wir das noch kaputt machen? Nö. Wo hast du denn draußen noch? Warte mal, erst die Lampe mitnehmen. Wo ist sie? Können wir die gar nicht mitnehmen? Anscheinend wohl nicht.
Ja, wir haben die Lampe noch am Arsch kleben, sehe ich gerade. Moment, können wir die Lampe irgendwie auswählen? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Waffe soweit ausgewählt, die können wir mal nach oben packen. Aber mit der Lampe, was haben wir denn dann noch an Ausrüstung benutzen? Informationen? Schnellzugriffe, okay. Wir haben im Magazin was, wir haben Reserve was und maximal können wir 10 Kugeln mitnehmen. Mhm. Ja, ich bin begeistert. Jetzt gehen wir links rum, da waren auf jeden Fall Kisten. Da. Kann ich nicht irgendwie die Lampe auch? Munition alle. Ach. Nicht schießen. Ah. Ah. Die B-Taste ist die Lampe. Okay, ist hier, du meinst. Ja. Da geht aber nichts mit. Hm. Hätte ja sein können. Okay, wir haben also unseren ersten... Der ist weg. Der Blue Flag war schon vorher da. Ach nee, der Typ ist auch weg, oder was? Ja, sag ich ja. Nee, den hast du weiter hinten erschossen. Ach nee, da liegt er. Gott sagen. Mit dem können wir aber auch so nichts mehr machen. Dann... Wo geht's weiter? Wahrscheinlich hier durch die Höhle, wa? Ja. Haben wir eigentlich unbegrenzt Lampe? Steuerung, Informationen drücken, Laterne benutzen. Was? L drücken? Mhm. Ah, okay. Aber das geht doch viel... Ja, jetzt kann ich die nicht mehr mit B anzünden. Hm. Naja. Da ist eine Kiste. Oder auch nicht. Da steht schon wieder einer und ich habe keine Munition mehr. Musste hauen. Da hat ja beim ersten auch so gut funktioniert. Vielleicht schleichen, vielleicht klappt das besser. Laterne wegstecken und dann... Das ist doch dieser Patient. Tut weh! Tut weh! Wow! Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! Verdammt nochmal. Na super, was haben wir da? Fallen entschärfen, halten, Falls entschärfen. Fallen entschärfen, okay, machen wir einfach mal. Ob die immer so offensichtlich versteckt sind? Keine Ahnung. Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualen... Qualenarmbrust. Qualenarmbrust. Achso, für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Ah ja. Okay, das ist schon mal interessant. Wo soll er hin? Zum Krankenhaus, würde ich sagen. Er hat ja gesagt, Krankenhaus, Krankenhaus. Entschuldigt, ich mache die ganze Atmosphäre kaputt. Sollen wir da sprinten, L, B halten, sprinten, verbraucht Ausdauer, na bravo. Ja. Heißt das, wir müssen jetzt sprinten, weil gleich was hinter uns her ist, oder wie? Krasses Spiel, ey. Kann man hier irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Da scheint es Munition zu geben. Streichhölzer benutzen. Steuerung, Informationen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nahe genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch etwas brennbare... Gibt es noch weitere brennbare Dinge? Ah, wenn sie das Streichholz da niederlegen. Die musst du dann nehmen, um diese Leiche da zu verbrennen. Da gehe ich von aus. Zwei Streichhölzer, na super. Und jetzt B. B? Ah. Weil die könnten ja wieder aufstehen. Okay, interessant. Wir verbrennen also Leichen und die lösen sich dann in... Asche auf. Ja. So, nochmal eben gucken, ob wir hier sonst sowas haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwie die Taschenlampe ausgeht. Beziehungsweise die Laterne. Wie war das noch mit dem Sprinten?
Ach, das war springen, okay. Ach, und das ist die Ausdauer da aus. Das ist ja interessant. Ach, da nicht was? Ach ne, ist nur ein Blatt. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung noch klarkommen, weil das ist doch ein bisschen sehr ungewöhnlich. Aus der Perspektive. Ich spiele nicht so oft Third-Person-Spiele. Also zumindest nicht so von seitlich. Das erinnert sehr stark an die Perspektive von Resident Evil 5 und Resident Evil 4. Hier wird es weitergehen, oder? Ja, es sieht fast so aus. Ja, da war doch gerade eine Hütte. Ja, deswegen, ich wollte erstmal gucken, ob es auch wirklich weitergeht, weil dann gehen wir nämlich erst hier in die Hütte rein. Ja, dann rein ins Vergnügen. So vergnüglich sieht das mal nicht aus. Ich guck noch mal eben drumherum. Hier im Gebüschberg, sie findet man aber auch nicht viel. Oder zumindest sieht man nicht viel. Aber ich denke mal, wenn da was wäre, würde er das schon anzeigen. Ja, denke ich auch. So, einmal um die Hütte rum und jetzt... versuchen wir mal unser Glück. Okay. Da ist schon... Ich glaube, ich habe da Ahnung. Das sind Erinnerungen oder so. Nein, ich glaube, wenn diesen Spiegel haben wir ja auch schon vorhin in diesem dieser Traumsequenz gesehen. Ja. Ich glaube, das ist das Portal in diese Welt, wo wir uns aufskillen können oder sowas. Das könnte eventuell sein. Da liegt auf jeden Fall ein Buch. Ja, gucken wir mal. Was lacht auf dem Boden? Eine Hand? Nee, ein Schuh. Und auch wieder ganz viel Blut. Ja. Ich bin begeistert. Na gut. Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Castellanos sind wir. Ah. Wir heißen ja, wir sind ja der Detective Castellanos. Ah, ja. November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagten, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detektiv oder als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Scheiße! Schon wieder diese beängstigende Musik. Ich dachte, er hält sich gerade die Waffe an den Kopf und will sich die Kugel ergeben. Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand. Aber ich habe noch keine Ahnung, was wir da vorhin beim ersten Mal gemacht haben, was das gebracht hat, dass wir da die Hutnacht benutzt haben. Du hast auf jeden Fall irgendwas verbessert. Ja, aber was? Da stand ja nichts bei, was wir verbessert haben. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Lass mich raten, soll ich mich wieder eintragen? Ich mach schon. So, wir speichern selbstverständlich jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben zum Speichern, speichern wir. Können wir mit der Trolle auch sprechen? Nee, können wir nicht. Die setze ich hier einfach nur hin. Wir gucken uns hier nochmal eben um. Oder haben wir das beim letzten Mal schon gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, haben wir. Haben wir? Okay. Dann... wieder ab auf den Stuhl. Ab auf unseren Luststuhl. Guck mal, hier würden wir, glaube ich, sogar rauskommen wieder. Ja. Aber hier haben wir uns noch nicht umgeguckt. Da ist auch nicht wirklich viel zu sehen, ne? Das ist ja mal ein sehr, sehr, sehr komischer Raum. Ja. So, einmal da drauf. Ja,
Oh, jetzt haben wir da irgendwie was zu machen. Was haben wir denn da? Lebensan-